Let's Play Outlast Folge Nummer 21, oder Anna? Ja. Bei Kein Plan Gaming. Ja, und wir haben jetzt hier die Aufgabe, Billy zu töten. Der offenbar der Drahtzieher für all diesen Wahnsinn ist. War Rider, und hast du nicht gesehen, der hier stattfindet. Der Krankenakte nach müsste Billy 23 Jahre alt sein. Er sieht aus, als hätte er mindestens 50 harte Jahre hinter sich. Der Schmerz hat sich tief in ihm eingegraben. Dich zu töten wäre ein Akt großer Güte. So, und wir sollen... Wann hat er sich jetzt das aufgeschrieben? Als ich in den Raum gekommen bin. Und hier steht, drehe das Ventil für die Nährflüssigkeitsbehälter zu. Für den Nährflüssigkeitsbehälter zu. Wo ist der wohl? Steht das hier das drauf? Das war doch sicherlich, aber... Da steht Super Lab Generator. Das ist... Und da vorne steht... Life Support und Fluid irgendwas. Fluid heißt, hier müssen wir hin. Der macht sich dauernd wieder was aufgeschrieben. Das reißt immer so ein bisschen raus, finde ich. Lebenserhaltungssystem. Das ist die Lunge von Billy Hope. Seine Leber. Sein Lebenserhaltungssystem. Eine Maschine in der Größe eines Fußballstadions, um einen Verrückten im Leben zu halten. Verdammt, alles muss zerstört werden. Er muss sterben. Okay, wo ist denn das fucking Ventil, um das schnell hier über die Bühne zu bringen? Da ist die Flüssigkeit drin. Hat er die alle hier umgebracht, die ganzen zerplatzten Leute? Ja, davon gehe ich aus. So. Da ist noch eine Akte, aber einen Knopf haben wir ja auch nicht, ne? Nee. Hier lesen wir uns noch die Akte eben durch. Dokumente. Achso, wir haben zwei sogar nicht gelesen. Also erstmal den morphogenetischen Antrieb Sicherheitsmaßnahmen. Oh Gott. Murkoff Psychiatric Systems. Morphogenetischer Antrieb. Wartungsplan. Um eine Verletzung des Patienten zu vermeiden, müssen alle Lebenserhaltungssysteme der Lebenskammer des morphogenetischen Antriebs täglich überprüft werden. Lebenserhaltungssystem 1. Der angereicherte oxygenerierte Perfluorcarbon im Nährflüssigkeitsbehälter muss während der Behandlung des Patienten fortlaufend gespült und ersetzt werden. Es gilt zu beachten, dass die Flüssigkeitsbeatmung durch Anästhetika auch Anästhetika enthält und jegliche Unterbrechung der Zufuhr beim Patienten zu großen Schmerzen führt, die das Experiment unterbrechen können. Lebenshaltungssystem 2. Die Stromversorgung erfolgt durch den Generator des unterirdischen Labors. Die ausreichende Betankung und Wartung des Generators sollte stündlich bestätigt werden. Lebenshaltungssystem 3. Im Falle eines Ausfalls der Lebenshaltungssysteme 1 und 2 springt das Notfallsystem der Lebenskammer an und übernimmt die minimale Lebenshaltung vor Ort, bis die Techniker eingetroffen sind. Das Deaktivieren des Notfallsystems führt zum sofortigen Tod des Patienten. Also das müssen wir alles machen. Till. Das ist wieder die goldene 3, ne? Achtung, da war noch ein Dokument. So scheiße. Der moderne Prometheus. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Frankenstein oder der moderne Prometheus. Lernet, wie gefährlich die Erwerbung von Wissen sein kann und um wie vieles glücklicher derjenige sich schätzen darf, dem die Welt nicht größer ist als der Marktflecken, darin er geboren ward. Um wie viel glücklicher ist, nicht solch ein Mensch zu schätzen, denn einer, der da strebe, größer zu sein, als seine Natur es ihm erlaubt. Ich glaube auch, dass Leute, die zum Beispiel Familienbrennpunkt geil finden, ernsthaft geil finden, dass die viel glücklicher sind allgemein als ich. Markus, ich glaube, es existiert kein Mensch, der diese Sendung ernsthaft geil findet. Aber wenn es ihn gibt, dann ist er garantiert die glücklichste Person. Die kannst du mich dann mit allem begeistern. Er geht ins Kino... Schreien die jetzt alle, weil die schon Schmerzen haben? Von aus, dass der Wall Rider jetzt wieder. Weißt du eigentlich, wo du hin musst? Ja, der Generator, wenn ich jetzt hier durchlaufe, der war gegenüber von mir sozusagen. Okay. Wenn ich jetzt hier durchlaufe. Ich finde das ganz angenehm, dass ich die Tür nicht zumachen muss, weil der kommt da ja sowieso nicht durch. Der kommt da sowieso durch. Das heißt, ich kann da gar nicht. Jetzt muss ich hier hoch. Dann geht's jetzt hier. Zum Generator. Also die Musik ist auch echt fies.
die hetzt einen so. Was geht? Ich frage mich die ganze Zeit, wie nah der hinter mir jetzt ist, weißt du? Ja, kannst ja mal diesen Rückblick machen. Ah, hast du ihn da gesehen? War der, ja. Und ob ich ihn gesehen habe, und ob ich ihn gesehen habe, Mann. Alter. Jetzt wird hier erstmal gespült. Und wir haben vorhin noch gedacht, wir spielen das jetzt eben zu Ende kommen. Ja, so viel ist es ja auch gar nicht mehr, ne? Es zieht sich natürlich nur wieder wie Kaugummi. Final. Finale halt. Und jetzt kommen die ganzen Akten, ne? Ja, das ist, ich mag das ja nicht, also, ich verstehe es im Horrorspiel, willst es ja lange spannend halten, ne? Aber es nervt halt wirklich immer, wenn, auch im Film, in den letzten 10 Minuten dann alles erklärt wird und die ganze Zeit davor ist nur ein paar Schocker und nichts passiert eigentlich. Mhm. Fortsetzungserlaubnis. Anbei finden Sie das Formular der Forschungserlaubnis, Fortsetzungserlaubnis für Patient William Hope aus dem Murkoff Wohltätigkeitspsychiatrieprogramm im Mount Massive Hospital in Colorado, USA. Das Formular ist Standard und alle wichtigen Zeilen sind unterschrieben. Irgendwie markiert, oder? Egal. Anscheinend weiß Billy nichts von dem Herzstillstand, der vor kurzem bei seiner Mutter herbeigeführt wurde. Er nimmt an dem Experiment teil, da er seiner Mutter die Kosten grundlos zurückzahlen und ihrer Kirche eine Spende zukommen lassen möchte. Wernicke, nachdem ich die Traumberichte des Jungen gelesen habe, bin ich davon überzeugt, dass er über ein enormes therapeutisches Potenzial verfügt. So. Und off. In der Lebenskammer. Das heißt, ich muss den Weg jetzt nochmal zurück, ja? Die schreien ja ganz schön, ne? Das ist er ja immer, oder? Hm. Ich jetzt jedenfalls so verstanden, dass es nur er ist. Ja, stimmt, da ist ja sonst keiner mehr. Die mir gesagt, wie schmerzhaft das ist, wenn die ganzen Systeme ausfallen. Mhm. Habe ich mir gedacht. Oh. Oh nein, spielt er Ping-Pong mit uns. Alter. Wir sind echt tief gefallen, Mann. Es zwiebelt auch scheinbar noch alles. Jetzt muss ich nur rausfinden, wo ich hier den Knopf finde, den ich drücken muss. Mhm. Meinst du, der ist hier oben irgendwo? Nein, ja. Offenbar nicht. Da! Oh, dem geht's nicht gut. Ja, film das mal. Das macht er, das kann ich nichts gegen machen. Er tötet uns jetzt, oder? Oh Mann, er ist doch gleich tot, Mann. Los, jetzt sterb endlich. Sterb. Nein, nicht wir. Nicht wir. Hat sie seine Finger uns reingedrückt. Oh, kann jetzt nicht weitermachen, weil er stirbt. Ja, ich glaube schon. Meinst du, wir haben das überlebt? Keine Ahnung. Noch sind wir nicht durch. Versuche zu entkommen. Ah, der humpelt. Weißt du, wo der Ausgang ist? Nee. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Es ist aussichtslos, nur wir können nicht entkommen, richtig? Die muss doch jetzt, die müssen doch alle Knochen gebrochen worden sein, eben. Es sei denn, wir haben auch irgendwie diese Nano-Dinger in uns drin. Da muss doch irgendjemand gleich kommen und uns retten. Ja. Oder uns abknallen, eins von beiden.
Wie sich das für Horrorfilme gehört, ne? Ich kann noch. Doch, ich kann noch filmen. Das ist genauso nervzehrend wie in Metal Gear Solid 4. Markus. Ach Leute. Oh Mann. Das ist doch nicht schön. Komm schon. Holy shit. Wir haben. Nein! Wollt ihr mich verarschen? Das ist das Ende. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben das alles auf Video. Nein. Ich glaub das nicht, das ist nicht wahr, ne? Das ist nicht wahr. Wir wachen gleich auf. You have become the host. Ich hatte ja so die Hoffnung, dass das Ende geil wird, ne? Aber es war irgendwie lame. Lame würde ich jetzt nicht sagen. Was würdest du denn sagen? Also ich bin ja so ein harmonieverliebter Mensch, deswegen hätte ich mir gewünscht, dass der jetzt freikommt, dann seine Geschichte veröffentlicht, ein ganz berühmter Journalist wird, heiratet und Kinder kriegt. Aber wahrscheinlich... Ich hätte mir vor allem gewünscht, dass diese Möglichkeit, dass man Sachen aufzeichnet, was hier notwendig war, dass er sich diese Notizen macht, ja? Ja. Dass das irgendwie eine Funktion hat für das genau. Ende, dass da nochmal dann am Ende nochmal Bezug darauf genommen wird, das und das, nicht das und das hast du dokumentiert, aber du hast überhaupt dokumentiert, was hier passiert ist. Genau. Das war ja jetzt nicht, das war nur eine bessere Taschenlampe jetzt letztendlich. Ja, genau. Ja, das ist doof, witzlos. Das ist doof, ne? Auch, dass sie ihn jetzt da erschossen haben, oh Mann, ey. Ja, das ist auch wieder, das ist ein Videospiel. Ich meine, klar, es lässt jetzt so ein offenes Ende. Das wollte ich nämlich gerade sagen, dass sie es in Videospielen nicht hinkriegen, weil irgendwie einfach nur mal, ganz ehrlich, was war das letzte Videospiel, was wirklich abgeschlossen war? Es gibt jedes Mal einen fucking Cliffhanger. Das ist doch in Filmen auch nicht so. Doch, in Horrorfilmen ist das inzwischen auch immer so. Es gibt keine abgeschlossenen. Ja, stimmt, in Horrorfilmen ist es wirklich immer so. Mhm. Stimmt auch. Das nervt mich aber auch. Was, ja. Okay, jetzt lass uns mal kurz überlegen. Wann gab es mal einen Horrorfilm, der abgeschlossen war an sich? Oh, das ist schwer. Lass uns mal überlegen. Wann gab es einen Horrorfilm, der in sich... Oh, könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr einen Horrorfilm kennt, der in sich abgeschlossen war, wo es am Ende nicht ein Cliffhanger war oder nicht sowas gab wie der Mörder ist doch wieder verschwunden, wie in Halloween und wo nicht irgendwie doch was aus dem Wasser kommt, wie in Freitag der 13. Ich überleg gerade. Und selbst Freddy Krüger am Ende mit dem Auto. Ja. Es gibt, okay, gut, es ist in Ordnung. Es macht halt das, was alle Horrorfilme sonst auch machen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, dass irgendwie mit der Kamera das nichts gemacht haben und am Ende dieses auch noch dieses Blöde von denen. Oh nein, jetzt ist das Ganze. Ich habe das, glaube ich, eh nicht verstanden mit dem Wall Rider. Nee, Markus. Also wenn ich jetzt der Host bin, dann ist der Wall Rider ja scheinbar doch was Spirituelles. Weil er meinte ja an einer Stelle, es gibt sowas nicht. Es ist nichts Spirituelles, sondern das ist alles durch die. Obwohl, nee, doch. Mhm. Konnten die durch ihre Gedanken, dadurch, dass du diese Nanomaschinen, konnten sie Kontakt zu sowas aufnehmen und sozusagen in die Welt reinholen? Ja, das haben die an einer Stelle so gesagt, ne? Und das war's dann letztendlich. Das war dann dieser Wall Rider, den sie geholt haben. Der hat dann Billy übernommen. Hm. Und der Wall Rider, oder was auch, hab ich jetzt... Puh, ich müsste das Spiel echt nochmal an einem Stück spielen, um genau nochmal zu verstehen, was da jetzt Sache war. Aber ich glaube, das war irgendwie so, dass sie aus dem übernatürlichen Bereich sich was rübergeholt hatten. Ich finde das so gemein, dass wir gestorben sind. Oder dass wir da jetzt, was weiß ich nicht, gefangen genommen wurden oder was auch immer. Das finde ich so gemein. Vielleicht kommt jetzt hier am Ende noch irgendwie was das Ganze ein bisschen auflockert. Wir wachen auf einer Insel, alles war ein Traum. Oh ja. Nein. Nein, natürlich nicht. Fortfahren. Was passiert da? Haben wir jetzt eigentlich erfahren, was... Wir hatten noch bei diesem Chris Walker, der die Köpfe abgerissen hat, ne? Ja. Der hat der eine doch an einer Stelle gesagt,
also hat unsere Figur an einer Stelle gesagt, dass er möglicherweise nach einer Lösung für das Problem sucht, weil er doch immer was von Eindämmen gefaselt hat. Ja, der hat ja auch andere Insassen angegriffen. Die haben sich ja gegenseitig nie angegriffen, nur er hat die angegriffen. Stimmt. Was war denn jetzt mit dem eigentlich? Der war mal was mit einer Lösung, ne? Eindämmen, was könnte er denn eindämmen wollen? Tja. Und wie ist er überhaupt da runtergekommen? Ach, das ist ja sowieso... Ja. Das muss ja auch nicht alles mega logisch sein, so nicht. Ja, allgemein irgendwie bin ich nicht zufrieden, letztendlich. Es war total gruselig, das muss man sagen. Es war super gruselig. Sehr stimmungsvoll, das Aber Spiel. Es ist jetzt nicht so was, wo ich jetzt sagen will, ich will jetzt nicht loslaufen zu all meinen Freunden und sagen, boah, spielt Outlast, es ist so geil, sondern es ist eher so ein Spiel, wie, was auch gruselig ist, ist du Outlast. Du hast das Spiel ja gespielt. Ich habe ja nur zugeguckt. Hm. Ich fand das schon ziemlich cool. Aber ich könnte es einfach niemals spielen. Ich glaube, es ist wirklich eins von diesen Spielen, deswegen seid ihr wahrscheinlich jetzt auch gerade hier im Video, wo es einfach schöner ist, sich das anzugucken oder interessanter ist, sich das anzugucken, als es tatsächlich dann selber zu spielen. Ja, das glaube ich auch. Ist bei vielen Horrorspielen, glaube ich, so. Ja. Ich krieg's natürlich nicht mit, ich muss ja immer spielen. Ja. Also, falls wir das jetzt alles falsch hingekriegt haben oder durcheinander gekriegt Kann's haben. Kann jemand mit der Story, Outlast erklären? Also, wenn jemand von euch jetzt dieses Let's Play am Stück geguckt hat und entsprechend immer, wann haben wir angefangen? Wir haben im September angefangen, da hatten wir es im November nochmal gespielt und jetzt im Januar. Das funktioniert einfach nicht. Da kommst du völlig raus aus der Geschichte. Nicht sehr klug, Markus. Nicht sehr Also, falls ihr es am Stück gesehen habt oder falls ihr das Spiel selber durchgespielt habt und alles verstanden habt, dann schreibt uns mal rein, ob wir mit dem, was wir da gesagt haben, ungefähr richtig liegen. Mhm. Und also mit Militär und so, das ist alles klar, das wird ja am Ende auch alles aufgeschlüsselt, aber was ist jetzt mit dem Chris Walker? Was hatte der eigentlich da? Was war mit dem los? Und war jetzt der Wall Rider halt so ein Geist, der durch diese Nanotechnologie, durch die Gedanken Billy. Irgendwie in die Welt gekommen ist oder sowas? Oder nicht? Oder war der, was war der? Nochmal. Das würde genau. mich freuen. Bitte erklärt uns das nochmal, das Spiel, bitte. Kein Plan, Spiel verstehen wieder hier. Mhm. Ganz schrecklich. Ich fand das Spiel cool. Wir spielen jetzt echt nur noch simple Spiele, sowas wie Xenogears. War das ein Insider? Ja. Okay, wir hoffen, das hat euch trotzdem gefallen. Und was heißt denn hier trotzdem? Das Spiel war geil. Trotzdem, obwohl wir nichts verstanden haben. Ach so, und die ganze Zeit wahrscheinlich falsche Sachen hier streuen, Informationen. Ach, Markus. Ich erkläre dir das Spiel nachher. Okay. Okay. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt. Würde uns sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder mit der Fortsetzung von Machine for Pigs. Amnesia 2. Bis dann. Ciao. Ciao.